Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play DayZ. Und das hat alles Gott sei Dank geklappt. Was ich noch am Anfang zusammen habe, ist, ich habe einen Zombie. Nee. Oder möglicherweise ist es auch wieder dieses perverse Gestirn. Nee, das ist dein Charakter, weil der gute Philipp wurde ja angeschossen, wo ich gestorben bin. Und er sieht alles sowas von grau und schwarz-weiß. Ja, ich habe dem lieben Dave gerade ein Foto auf WhatsApp geschickt. Alter, ist ja alles grau, wie in einer alten Komödie. Jawohl, genau so. Jawohl, und was ich am Anfang sagen muss, es ist ja... Das müsste... Doch, das war's. Hä? Junge, das irritiert mich immer so. Man, der Charakter kann überhaupt keine solche Geräusche machen. Doch, hatte meiner auch damals gemacht. Ja, okay, warte, ich pack und mal wie eben... wie wir sehen, wir laufen wieder nach Tscherno zurück. Zurück zu diesem Ort, wo wir beide... Sekunde. Lass mal am besten immer die Axt ausgerüstet, selbst wenn du damit ein bisschen langsamer läufst, aber wenn dann irgendwas brauche ich nicht. Also, ich hab außerdem nur ein Basie, das heißt, du musst die Zombies töten. Ja, okay, warte, ich lauf hinterher. Ich habe jetzt auch die Axt aus dem Hand. Jetzt hab ich dich ausschreien hören. Ja, also was ich jetzt nochmal sagen wollte, durch das Starbound Let's Play ist es euch vielleicht bekannt, ich weiß nicht, ob wir es in der ersten Folge gesagt hatten, dass ich Steam deinstalliert habe und neu installiert hatte, weil es hier einfach mega langsam war und Starbound und DayZ läuft jetzt auch ohne Fehler. Ohne, dass es auch nur eine Sekunde lang ruckelt. Und wir hatten halt Angst, dass jetzt bei mir alles weg war mit der schönen Sniper und der Knarre. Oh Junge, wäre das scheiße gewesen. Beziehungsweise vielleicht auch Schrot, wir wissen es irgendwie nicht wirklich. Ja, weil ich brauche Sniper-Munition für die. Steht auch mal Rifle. Ja, da steht, warte, ich guck nochmal selber nach. Ja, Double Rifle ist das. Nimm die mal in die Hand. Das ist eine Double Rifle, warte. Boah, der braucht schon wieder so ellenlang, um die auszurüsten. Bleib mal stehen. Also, sieht schon eher aus wie eine Schrot, könnte aber auch so ein altertümliches Scharfschützengewehr sein. Ja, also da steht, als Name steht da Double Rifle, deswegen. Ja, und heute machen wir so ein kleines Aufnahmespecial, also Aufnahmesession, weil wir jetzt erstmal 2 Stunden lang DayZ zocken und danach 2 Stunden lang Starbound. Ja, wir haben Wochenende, deswegen. Und morgen ist Sonntag, da wird auch gezockt. Montag haben wir frei, Rosenmontag. Und da wird's abgehen. Oh, warte, ich guck gerade auf die Uhr, es ist 7 Uhr. Wie wär's, wenn wir hiervon, also von DayZ erstmal 1 Stunde aufnehmen, danach 1 Stunde Starbound, dann haben wir von beide auf jeden Fall nochmal was im Kasten. Ach Junge, lass uns einfach weiter aufnehmen, ja, jetzt 1 Stunde. Dann hätten wir erst 8, Junge. Wir können bis 11, 12 Uhr dann noch mehr aufnehmen. Ja, okay. Und das wäre besser, wenn wir Starbound, hör mir zu, es wäre besser, wenn wir Starbound erst später machen, weil Starbound nimmst du ja auf und ich nehme ja das hier auf und das regt sich meine Mutter wieder später auf, wenn wir so spät abends, wenn ich die spät abends noch laut habe. Ja, okay. Können wir machen. Ja, oh, nettes Foto hier von einem hässlichen Typ. Sehr detailliert ja, natürlich wieder. Lass mal gleich da oben zu den Blocks rein, bevor... Ja, aber erstmal gucken wir uns den Tscherno nochmal um. Was gibt es denn? Das ist doch Tscherno, das gehört zu Tscherno. Ja, dann gehört es halt zu Tscherno. Jedenfalls, was es noch zu sagen gibt, ist, dass ab jetzt die Thumbnails ein klein wenig anders aussehen. Also vermutlich schon ab dem Part davor. Ja, und, ab Part 5 die Anfangs-Thumbnails, die sahen jetzt nicht so gut aus. Das liegt daran, dass der Dave gerade das mit den Thumbnails erstmal neu alles raus hatte. Aber halt, ich sag das jetzt nochmal, also für uns ist das jetzt, für euch ist das schon 1-2 Folgen her, dass da andere Thumbnails sind. Aber ich sag das jetzt nochmal, also die Thumbnails sind ab jetzt anders, eher gesagt besser. Und ja. Lass mal dort in die Scheune rein. Junge, in den Scheunen ist nie was. Sicher? Ja. Leck mich. Lass uns zu den Tscherno reinlaufen. Und da siehst du gleich hinten auch das Schild, das kann ich dir zeigen, wo der Zombie festgesteckt ist und gegen das Schild geschlagen hat. Der war so krank. Übrigens, es ist nur ganz minimal, man sieht noch alles in Farbe, aber falls ihr vielleicht merkt, dass wieder etwas grauer ist, ich bin außerhalb des Let's Plays mal kurz auf den Server gejoint, weil ich etwas mit Fraps ausprobieren wollte. Nichts Wichtiges. Und dabei haben mich dann gleich 2 Zombies angegriffen. Mit einem Basie natürlich nicht so gut wie eine Axt. Und dann wurde ich ein paar Mal getroffen und hab geblutet, aber konnte mich rechtzeitig noch verbinden und so weiter. So, also hier ist das Schild. Warte. Stell dich mal davor, das sieht auch nice aus, wenn ich davor einen Screenshot mache. Hier stand der und hat da so gegengeschlagen. Stell dich mal da so hin, stell dich mal so davor. Mit der Knarre und dann so, hier, komm mal her. Stell dich mal hier hin. Philipp! Ich wollte dir das nur zeigen. Zieh die Folge nicht unnötig in die Länge, jetzt komm her. Warte, ich mach so und stell dann dich hier hin. Nein, geh weiter, geh ein bisschen weiter da die Straße raus. Dann stell dich links hin, man muss das ganze Schild sehen.
gehe ein bisschen weiter die Straße rauf und dann so, So, warte. Jetzt ein schicker Schuss in den Helm rein. So, stell dich mal hin, sonst sieht man dich nicht so gut. Jawohl, sauber. Okay. Jawohl. Warte, ich muss die, ich pack die Sniper mal weg. Das einzige Problem... Das ist ein Zombie, mach ihn fertig. Warte, ich pack die Axt aus. Also das einzige Problem, was wir jetzt noch hätten, ist... Junge, schleich dich an. Junge, ist der doof? Boom! Wie ein Sack Kartoffel, ey. Das einzige Problem, was wir haben, ist, mein Bildschirm ist relativ schwarz-weiß und da... Ist da hinten jemand oder ist das ein Zombie? Das ist diesmal ein Zombie. Ah, okay. Warte, ich schieße den mal mit der Sniper ab. Wenn ich ihn auf diese Reichweite treffe, wissen wir, dass es eine Sniper ist. Wenn nicht, ist es eine Schrot. Bereit? Jo. Oh! Direkt down, Junge! Ich deck mich, ich muss da. Ich zieh da noch eine weitere Kugel rein. Oh, Junge, was für ein geiler Schuss. Wir brauchen auch noch Magazine. Ich gehe gleich mal hier links ins Haus. Okay, warte, warte. Hey, hier ist ein Brunnen. Scheiße, ich habe einen Zombie hinter mir. Komm zurück, komm zurück. Junge, den kannst du doch selber kalt machen. Kuckuck. Oh, Junge, spar dir die Muni auf. Man hört dich übrigens auch. Übrigens, was ich sagen wollte, du darfst nur... Du darfst nur trinken, bis da hydrated steht. Nur weiter nicht. Ich weiß nicht warum, aber Sarazar sagte, man soll es nicht weitermachen. Bock. Das heißt nur, bis da hydrated steht. So, jetzt steht bei mir schon halt. Komm mal wieder auf die Straße und zeig mir, wo der Brunnen ist. Ja, hier. Ich stehe doch hier. Wo? Hier, ich stehe gerade auf. Guck nach links. Alter. Hier. Achso, ja, stimmt. Stimmt, hier hatte ich auch schon mal den Brunnen gesehen. Hier war ich schon mal. Ich muss übrigens was essen. Ich habe leider nur eine Dose Thunfisch. Ah, ich bin noch hydrated. Hast du zufällig was zu essen für mich? Ich habe noch eine frische Banane, aber die würde ich mir gerne aufheben. Mehr nicht? Doch, ich habe noch 60% Reis. Und 75% Thunfisch. Aber ja, du brauchst mir erstmal nichts zu geben. Ich hab zwar jetzt nichts mehr zu essen, aber das reicht fürs Erste. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr hungrig. Aber wenn ich nichts finde, dann... Aber wir werden schon was finden. Vorausgesetzt, ich sterbe nicht wieder. Ja klar werden wir was finden, das ist kein Problem. Okay, komm, lass jetzt mal... Da eine Nothack, ey, lass mich die nehmen, bitte. Ach, mach. Aber ich glaube, die waren nicht so frisch. Doch. Christine. Ey, jetzt hör ich schon wieder an Zombie. Das bist du, Mann auch. Komm, wir gehen weiter in die Stadt rein. Warte, warte, ich lege jetzt erstmal die Axt wieder weg. Okay, ich komme. Warte, ich guck mich erstmal um, ob da hinten noch keiner läuft oder sonst was. Ja, ja, lass immer ein bisschen rechts und links neben der Straße. Lass hier an diesem Zaun entlanglaufen. Dann sehen die Leute uns nicht so schnell. Es sind aber auch nicht gerade viele Leute online. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, hier werden Schuss... Ja, warte, ich geh mal eben... Ah, nee, das Haus hier. Warte, ich geh mal eben in das Haus. Ok. Denk da, Treffpunkt ist immer wieder Straße. Ja, ja. Ich geh mal da hinten wieder in dieses Haus rein, wo ich die Sniper gefunden habe. Hier ist ein Basie. Hast du gehört? Ja. Was? Snaploader. Sauber. Für meine. Sauber. Ich gehe jetzt mal hier rein, wo ich die Sniper gefunden habe. Vielleicht finde ich ja auch noch eine schicke Knarre für dich. Boah, weißt du, was badass wäre? Ja, ich habe eine Green Down Jacket, so eine dicke Jacke für dich. Hä? Hier, da wo, in diesem Hospital oder wo das ist. Hä, was ist jetzt passiert? Was ist? Ja, ich habe auch eine Jacket übrigens gerade gefunden, also brauchst du nicht. Ok, was ist passiert? Jetzt habe ich den Snaploader entleert. Ja. Das sind die Patronen aber daraus. Ich dachte, dass die Patronen dann automatisch da so rein dazu joinen würden. Ne. Was? Ich habe ein schönes Gewehr für dich. Für mich? Für dich. Das ist ein Sniper. Dasselbe wie du hast? Nein, das hatte auch Tobi von denen, glaube ich. Hey, Junge, jetzt. Ey, Junge. Geil! Die Sniper glitscht, die glitscht in so einen umgefallenen Schreibtisch rein. Ich hätte die fast gar nicht. Junge! Und die. Alter, hier ist eine Sniper, das ist die Tobi hat, mit nur einem Schuss ist das, glaube ich. Und dann noch meine mit Doppelshot. Ah, hier ist die jetzt, ah.
Ich glaube, ich entlade die jetzt erstmal und nehme mir die Munition von denen mit, falls da welche drin ist. Snaploader will ich eigentlich gar nicht wirklich haben. Also komm zu diesem Art Krankenhaus oder was das ist. Ja, Moment, ich check hier noch eben kurz die Häuser ab. Ich hab übrigens die Munition wieder. Ja, okay. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 5 Schuss schon für die Pumpgun. Jo, du musst die Straße runterlaufen. Dann müsstest du das da langsam sehen. So links müsste dann so ein großes Gebäude sein. Links ist bei mir so eine Industrie. Ja, die Straße runter, dann siehst du da links so ein großes Gebäude, wo solche Statuen sind. Ja, Moment, ich gehe vorher noch kurz in die anderen großen Häuser. Oh, hier ist ein Sniper für dich, komm hier. Hier ist ein Rucksack übrigens. Ich hab noch einen. Aber einen kleinen. Kleiner. Kugelschreib. Was liegt denn hier? Da liegen Schlüssel. Oh, mal sehen. Jo, die Schuhe sind gut. Ist das mit Rotten? Wow. Junge! Jawohl, ich hab eine saubere Orange gefunden. Geil. Da ist ein Spielplatz und oder Spaghetti. So. Und jetzt, hier läuft jetzt ein Zombie rein in das Gebäude, wo ich bin. Mach den mal kalt. Mach ich. Übrigens, ich habe wieder Essen gefunden, ne? Für mich. Jo. Gott sei Dank. Okay, ich komme da jetzt hin. Vorher gehe ich aber noch eben. Ach, pass auf, ich glaube, der ist eine Etage oder so unter mir. Ich glaube nicht, dass er. Komm einfach mal wieder auf die Hauptstraße. Ich weiß nicht so ganz, was du meinst irgendwie. Ja, Junge, einfach die Straße folgen, dann siehst du irgendwann links so ein großes Gebäude. Hey, ich hab Handschuhe gefunden. Aber ich geh jetzt mal hier hin, dann kann der Zombie hochkommen. Jetzt hat unser Charakter auch noch Handschuhe an. Ich sehe jetzt hier erstmal, sehe ich hier. Wow, wow, das Junge, war hab ich mich erschrocken. Das war nur ein Straßenschild, puh. Ich hab mich auch voll erschrocken. Warte, warte, ich komme jetzt aus dem Gebäude raus. Da bist du. Okay, ich komme. Wo ist der Zombie hin? Der Zombie ist weg. Zeig jetzt mal, wo die Knarre ist. Ah, der müsste noch. Ja, der Zombie ist noch da drin. Achtung, da kommt jetzt ein Zombie raus. Hast du noch alles abgecheckt? Schon alles abgecheckt? Noch nicht alles. Okay. Whee! Okay, folg mir. Warte, ich leg die Axt nochmal weg. Du musst einfach ein paar Treppen hier nach. Da ist übrigens die eine Bomberjacke. Folg mir jetzt einfach mal. Du hast hier was übersehen. Sonnenbrille. Ja, schön. Komm jetzt erstmal. Ich habe aber schon eine. Ja, ich komme. Willst du die Double Rifle oder also die, die ich habe, oder die andere? Kannst du ja beide mal ansehen. Ich will lieber die andere. Also hier glitscht die einmal hier drin fest. Siehst du die? Die glitscht da drin fest. Ja. Mach auf Tab, dann müsstest du die da irgendwo gleich sehen. Oh. Und hier, guck mal. Hier haben wir nochmal meine. Hier, hoch und dann liegt die da. Genau da, wo ich meine auch gefunden hatte. Ist da auch Muni drin, ne? Nee, nee, da ist nirgendwo Muni drin. Leider. Ich kann die aber nicht mitnehmen. Dann musst du dir Platz schaffen. Schmeiß einfach irgendwas weg oder iss irgendwas auf. Ich kann nur. Ja, ich kann gar nicht. Ich kann nur immer nur eine Knarre mitnehmen. Was? Achso, du hast ja die Shotgun, stimmt. Warte, ich guck mal, wenn ich. Ach, man kann eine zweite mitnehmen, aber dafür musst du dir Platz im Inventar schaffen. Oh, hier haben wir auch noch einen Basie. Ich glaube, ich habe Muni für die Mosin, aber. Ja, das muss die Sniper-Munition sein. Davon hab ich habe ja auch noch etwas Sniper-Muni. Ich ja, warte, ich habe auch Sniper-Muni, aber eine andere. Und die passt da scheinbar auch rein, nur der lädt nicht nach. Hm. Dann probier die ganzen Sachen da am besten mal aus. Okay, ich habe jetzt die Seite anderen abgecheckt. Ich war nee, it doesn't fit in sehr. Gib mir mal deine Sniper-Muni, dann probiere ich die mal aus. Ah ja, ich komme gerade wieder runter. Ich habe jetzt alles ausprobiert. Warte, ich geb dir da ein bisschen was von mir. Wo ist denn meine da? Ich leg jetzt eben meine Shotgun weg, bitte nicht nehmen, ja? Split. Hast du gehört? Ja. Hä, ich habe auf Split gedrückt und da sind immer noch die, ist immer noch die gleiche Anzahl. Ne, geht nicht. Egal, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ciao Leute. Bis dahin, tschüss.